Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir stehen vor Kramshütte, der verflossenen Liebe des Geistes des Rattenturms. Mal gucken, was er dazu sagt, dass wir jetzt die Gebeine seiner Geliebten hier einschleifen. Ach nein, bin ich runtergefallen. So, und wieder. Hallo? Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ja. Ich bin ein Hexer. Na und? Was wird mich das an? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Mach's gut. Ich will mit dir über Annabel reden. Annabel? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabel ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle, sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Sie hat kein Gift genommen, sie wurde von Ratten gefressen. Ja. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen, sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Wie er als rumläuft. Was war denn jetzt? Der ist auf dem Tisch, aber nur so halb. Im Hintergrund war auch irgendwo so eine Schlinge. Nicht, dass er die jetzt benutzt da von dem Stuhl aus. Ach, was er hier für ein Schrein aufgebaut hat. Komm, ärgern wir ihn mal. Meinst du, schönes Art in den Schrein rein? Ach, jetzt lass den armen Mann da in Ruhe. Ein Mädchen und geflochtene Blumen. Sieht aus wie ein kleiner Schrein. Gut, das war wahrscheinlich der Dialog, wenn man... Oder war ja kein Dialog, der Monolog. Wenn man hier reinkommt, ohne dass man bereits auf der Insel war. Ich glaube, die Tür war abgeschlossen, als wir hier vorher waren.
Wie finden wir das raus? Was ist denn da gerade geschehen? Guck mal, das Boot hier hatten wir. Das haben wir nämlich so leicht kaputt gefahren. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Regen aus. Nee, jetzt hat er sich aufgehangen. Annabelle war kein gewöhnlicher Geist. Sie ist eine Pesta. Und jetzt ist sie frei. Annabelle war Pesto. Ja, aber war was... Wie unnett von ihr. So, was ist denn eine Pesta? Wo ist denn unser Pestarium? Ich weiß es nicht. Geister, Erscheinungen... Pestmeiden. Patientenschein unter Wahnvorstellungen. Peste, wie sie manchmal genannt werden, wird weiterhin angezweifelt. Jetzt wissen wir ja, dass es sie gibt. In der Tat. So, sie ist jetzt frei. Das heißt, sie wurde vernichtet? Ja, oder sie ist halt frei, ne? Ja, ne? Das meine ich nämlich. Aber ich glaube, sie ist... Meint ihr, sie ist erlöst durch die Rache? Ja, ja, stimmt. Ich meine, wobei er ja ziemlich unschuldig war. Naja, er hat die Bauern da reingebracht. Ja, aber er wusste ja nicht, dass sie alle umbringen. Ja gut, aber sein Handeln ist nicht wegzudenken. Bei dem, quasi ohne sein Handeln, wird der Taterfolg des Bauernaufstands nicht eingetreten. Das stimmt. Damit ist er mitschuldig. Was sind das hier für Feinde? Los, lauf! Das müssen Wölfe sein, oder? Wilde Hunde? Nee, Wölfe. Ein Park! Nein, Panik! Ja, mitten ins Wolfsrudel gefallen. Was sind denn Wagen eigentlich genau? Sind das humanoide Wölfe? Was? Das sind... Keine Ahnung. Gab's die nicht auch in Warcraft? So, Bären, Hunde, Wölfe. Ja gut, das war ja keine normalen Tiere. Hybriden, Konstrukte, Nekrophaten. Wir haben keinen Bestarium-Eintrag dazu. Ja, ist nämlich unvollständig. Aber er droppt Wolfsleber. Ja, ist wahrscheinlich nur so ein mutierter Wolf. Ein übergroßer. So, dann können wir bestimmt auch den Werwolf beide besiegen. Den Werwolf können wir nicht besiegen, so schnell wie der sich heilt. Ach, das Öl unterbricht seinen einen. Oh, was haben wir denn hier für eine kleine Ruine? Eine Ruine eines nicht näher benannten Gebäudes. Und eine Quest sehe ich. Und ich glaube, es ist nicht elfischen Ursprungs, sondern menschlichen, wenn ich die Backsteine richtig deute. Der Allgott hat 6 Ferkel verdammt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Einen sauren Wein? Ja, kannst du nicht den guten opfern. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen, mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Ja, so dieser Unsinn. Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roßler von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roßler hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer.
Dr. Algott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich könnte mich bei eurem Algott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Ich glaube, diesen Gott gibt's nicht und das ist irgendein Typ, der denn die Opfergaben mitnimmt. Naja, aber was für eine Bestie ist es? Ich meine, den gibt's ja schon lange, das heißt, es wird wahrscheinlich kein Mensch sein. Sind da schon nicht die Leute aus dem Nachbarort, die sich dann kaputt lachen? Benutzen. Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Aber interessant, dass der tatsächlich geantwortet hat. Und war nicht nur so innerlich, wie das sonst immer ist bei Gebeten. Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem jemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Das was? Womit man Illusionen vernichtet. Ah. Glitzert das? Also schwankt das hier auch so? Ja, ja, ich glaube schon. Wir stehen ja auch nicht richtig auf den, egal, auf den Stein. So, was ist das für ein Wesen da drin? Ich nehme an, irgendein Mensch oder ein Teufel. Ein Ding. Ja. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist, aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Ja, ich möchte ihn eigentlich tot sehen. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich töte dich einfach. Auf was? Ja gut, er ist natürlich, ne, eine imposante Erscheinung. Ist des Todes.
Aber ich glaube, der ist machbar. Sei denn halt irgendwie Special Moves. Och, er kann Feuer speien. Das sind genau die Moves, die ich gerade meinte. Wie er sich kratzt. Ja, wenn's juckt, was willst du denn machen? Ja. Wenn jemand mit dem Schwert bekämpft, habe ich andere Sorgen. Ich glaube, der Schmerz des Siebes würde den Juckreiz überdecken. Oder bremst. Na gut. Ja, ich dachte mir, ein bisschen können wir aushalten. Und geschlagen haben. Was haben wir denn jetzt getötet? Den Allgott. Ey, ja, aber war das ein Teufel oder? Ich weiß es nicht. Es gab eigentlich keinen Eintrag. Doch, Silvane. Silvane sind grausam, gierig und verräterisch. Dennoch ziehe ich sie den Deune vor, also den Menschen. Ja. Deune ist elfisch für mich. Ein legendärer Kommandant der Skoyatel. Seltene Waldwesen. Ach, hier ist ein Teufel abgebildet. Das ist ein Teufel? Vielleicht. Ja gut, gegen die war ja alles irgendwie. Oder beziehungsweise ja, der war ja viel zu langsam. Aber schön hat das hier. Naja, aber es war ein intelligentes Wesen. Ja, du hast es gerade erschlagen. Ja. Kann man nichts machen. Er wollte so. Es ja nicht anders. Wir müssen uns löschen. Wir brennen nicht mehr. Ja, da war ich gesprungen. Bin. So, wo haben wir denn hier die Schätze? Diamanten. Hat sich doch schon gelohnt. Der Mord. Ja, kein Mord. Monsterhaar, Monsterherz, Monsterzunge. Gegrilltes Schweinefleisch können wir aus ihm rausholen. Aus dem Magen. Ja, wir haben bei ihm so ein bisschen Speck abgeschnitten. Das war schon... Gut, wir haben natürlich Igni benutzt, ne? Das erklärt das bereits gegrillt sein. Wir haben irgendein verbessertes Manuskript, also ein Manuskript für verbessertes Gift erhalten. Ah, interessanterweise funktioniert das hier nicht. Haben die Beta- und Alpha-Tester übersehen, dass diese Kerze sich nicht... Das ist ja ein Game-Breaking-Bug hier. Ja, so nicht. Ja, was sagen die denn jetzt, dass wir den Gott getötet haben? Ich glaube, die werden diese Kreatur da unten angucken und dann sagen, oh, sich schämen. So, Trebo hat die Quest und reden mit ihm. Gibt's was Neues? Gute Neuigkeiten. Euer Gott ist tot. Er war ein stinknormales Monster, vernunftbegabt, aber niederträchtig. Er hat euch ausgenutzt, hat sich lauter Doppelkinne zugelegt, während ihr gehungert habt. Was hast du getan? Der Allgott hat uns gewarnt, dass der Tod uns holt, wenn er uns je verlässt. Komm, Trebor, wir müssen es den anderen sagen. Jetzt können uns nur noch Gruppengebete retten. Bauern. Ja. Ja. Und trotzdem eine Meinung und das Richtige getan. Ja, warum denn nicht? Niemand wird ihn vermissen. Ja, doch die. Die beiden zumindest. Ja, die jetzt die paar Tage, aber dann sind sie doch ganz schön glücklich, wenn sie sehen, dass nichts passiert. Stimmt. Er ist so doof, wenn jetzt was passiert, dann... Das Gewitter ist aber... Komm schon! Die Blitze am Himmel sind... Ja, das ist gefährlich. Mich hat Kira den Stecker gezogen, nicht, dass ihre Elektrogerät kaputt geht. Ja, hoffentlich schlägt das nicht in unser Schwert ein, dass da so in den Himmel ragt. Los, los! So oft baden die? Ja. Ist aber gefährlich. Die Nilfgaarder halten sich für was Besseres. Verdammte Nilfgaarder. Also wenn der Quest jetzt natürlich noch schön EP gibt, so 500, da können wir die Rüstung anziehen. Mhm. Müssen wir unsere nicht mal reparieren, machen wir eh nicht. Nö. Warum? Auch. Das Schwert sollten wir irgendwann mal... Ach, den tötest du jedes Mal. Warum auch nicht? Der Kampf zu Pferd macht Spaß. Der Mimik. Oh, Double Kill, Mann, Double Kill. Ja, siehst du, macht dir doch Spaß. Ja. Du kannst dich nämlich an der Gewalt erfreuen. Ja, das stimmt. So, und jetzt hack ihn nochmal.
Blitze, los! Was ist denn das eigentlich für eine Engine hier? Ist das eine eigene oder ist das... Das müsste die Red Engine sein. Also eine eigene. Ja. Zumindest hatte Teil 2 die eigene und das ist wahrscheinlich nur die Weiterentwicklung von der von Teil 2. Weil der sieht halt wirklich extrem schick aus. So Ambitionen Richtung so ein Online-Rollenspiel haben die nicht zufällig. Na, schade. Los, lauf! Schade, schade. Ich glaube, mit wenn hier noch so 60 Mitspieler wären, dann wäre das aber auch nicht so stabil. Naja, du musst das halt ein bisschen abspecken. Also, hilft da an komischem Gras überall? Weil ich finde, das Universum an sich halt ziemlich schnucklig. Schnucklig. Ich finde das halt schön. Ist halt realistisch, wie sich alle hassen. Ist wie in echt. Die verdammten Elfen und die Zwerge. Das sind auch sehr schnell wachsende Kräuter, die sie hier hat, finde ich. Sie hat halt so einen Hasen. Ach, jetzt tötet doch den Hasen nicht. Vielleicht hat der, können wir Fleisch looten, was wir essen können. Nein, können wir nicht. Ah, vielleicht finden wir eine Hasenpfote für Glück. Siehst du, rohes Fleisch. Ja, das ist das Jagen lohnt sich nämlich. Ja, bestimmt so viel wie eine Kartoffel. Dann kochen wir das noch. Ich meine, wir müssen sparen. Also wenn dir mal langweilig ist, dann kannst du einfach hier so stundenlang so Hasen fahren. Wir können auch die maximale Stackgröße herausfinden. Ja, guck mal. Oh, schade, das Feuer brennt nicht weiter. Hallo? Na, wo ist sie denn? Ist sie wieder in ihrem komischen Garten da? Nee. Macht sich die Haare. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Hm. Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pesta. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Graham ist tot, niemanden kümmert's. Ja, oh mein Gott, ich war halt irgendwie so ein Fischer. Ja. Also, Alexander, der Zauberer. Ja. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. So, wie viel EP gab's? Gar keinen. Keine EP. Ja, vielleicht gab's sie schon, als wir Kram sterben sahen. Die EP gab's so, als wir hier die Beine überreicht haben, damit wir... Anpacken! Der Weidler will ein paar Worte mit dir wechseln.
Der Weidler. Mal schauen, was der will von uns in der nächsten Folge. Das kann nichts Gutes sein. Haben wir uns mit dem irgendwie was verdorben? Nein. Ja, wir haben ihn nicht benutzt, um die Leute zu finden, sondern den Tölpelbold. Vielleicht ist er deswegen bis hier. Ach so, na gut. Aber der will bestimmt nur... Der will nur reden. Dann gehen wir in der nächsten Folge mal dahin. Ja. Bis dahin.